Heute ist es mal wieder soweit, wir machen eine weitere GTA 5 Nicht-Lachen-Challenge. Die letzte Episode ist ja richtig gut bei euch angekommen. 3000 Likes haben wir geschafft. Ich bin mal gespannt, ob wir bei dieser Episode auch wieder 3000 Likes schaffen, Leute. Wenn ihr mehr von Nicht-Lachen sehen wollt in GTA 5, haut mal auf den Abo-Button, lasst mal die Leute richtig erläutern. Und ich würde mal sagen, lass uns mal anfangen mit dem ersten Clip. Okay. Normalerweise werde ich nie angerufen, okay, schauen wir mal rein. Ja, Hallöchen, ich bin's, der Lootboy, was geht bei dir? Ey, Lootboy, cool mal von dir zu hören, bei mir ist alles bestens. Ich weiß ja, dass du super gerne Challenges machst und deswegen habe ich auch eine Challenge für dich. Und zwar, wenn du lachst, verlierst du. Und wenn du nicht lachst, bekommst du von mir aus meiner Lootboy-App 10 Cashcards Premium Lootpacks. Oha, alles klar, dann würde ich mal sagen, Herausforderung angenommen. Darf ich mir dann das Video aussuchen und was genau kann ich denn aus den Cashcard Premium Loot Packs bekommen? Ja klar, du darfst dir einfach ein Video aussuchen, aber es muss was mit GTA zu tun haben. Und in den Cashcards Premium Loot Packs hast du entweder die Chance auf Sharkards oder auf mega fette nice PC-Fallversionen. Okay, krass, das klingt mega. Dann würde ich mal sagen, lass uns doch direkt mal anfangen. Ich bin mega gespannt. Ich drücke dir die Daumen. Bis dann, tschüss. Aber bevor wir jetzt mit der Nicht-Lachen-Challenge in GTA 5 loslegen, wollte ich euch noch einmal Lootboy vorstellen. Jeder von euch kann Lootboy kostenlos nutzen, wenn ihr ein Android-Handy habt, ein iOS-Handy habt oder einen PC. Also das ist einfach eine kostenlose App. Oben rechts habt ihr diese Münzen. Geht darauf, könnt dann Lootcoins kostenlos sammeln, zum Beispiel 150 Stück täglich. Ich kann zum Beispiel gerade nicht mehr machen, weil ich mir schon meine Lootcoins einmal geholt habe. Ihr könnt euch zum Beispiel aber trotzdem Lootcoins kostenlos holen, indem ihr Comics lest, eure Freunde einladet oder halt Karten shreddet. Also das ist auch sehr nice. Auf dem Handy könnt ihr auch noch Werbung schauen. Da kriegt ihr, glaube ich, 500 Lootcoins auch. Also richtig nice. Und da wir 5900 Lootcoins haben, würde ich mal sagen, öffnen wir jetzt hier mal ein Lootpack für 2000 Lootcoins. Holen wir uns jetzt Lootcoins einlösen und öffnen das ganze Pack mal hier. Ab geht's. Und haben denn 4 Sachen dazu bekommen. Einmal 750 Lootcoins dazu und dann auch World of Warship Blitz für Sandy und einen exklusiven Gutschein von Lootboy. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Gutschein hier so kann. Und wir können uns jetzt einfach einen Gutschein auswählen, also mega cool gemacht bei der App hier. Und das hier ist mein Inventar, Freunde. Hier kann man auf jeden Fall richtig viele Sachen bekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Gutscheine, 10% billiger, auch für Spiele und so. Ich habe sogar auch schon Rocket League für den PC bekommen und auch Sharkcards für GTA Online. Also richtig nice, 500.000 Dollar kriegt man dann. Hier unten ist der Code, also gönnt euch für die Leute, die PS4 spielen, gönnt euch den Code. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Premium-Packs öffnen und da werde ich auch nochmal die ganzen Codes dann zeigen. Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und das Coole ist auch, Lootboy hat für euch eine richtig geile Aktion gemacht. Geht einfach mal in die Beschreibung, ladet euch Lootboy mit meinem Link runter und dann, nachdem ihr euch angemeldet habt, geht ihr einfach auf Code einlösen, gebt dann da im Code ein GTA Casino und geht dann auf Einlösen, dann kriegt ihr dadurch 20 Diamanten und 2000 Lootcoins dazu. Und das Coole ist auch, es geht auch für die Leute, die sich auch schon Lootboy mal runtergeladen haben und es auch schon gespielt haben. Also ihr könnt euch auch jetzt mit dem GTA Casino Code auch die Dinger holen. Also ab geht's, Leute, worauf wartet ihr? So, aber wie versprochen, habe ich ja gesagt, öffne ich noch ein paar Premium Loot Packs. Und hier seht ihr, für 99 Cent können wir uns jetzt hier bei der PlayStation, PC oder Xbox ein paar Packs holen, Leute. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt hier rauf für 99 Cent und holen uns dann nochmal 5 Stück, die ich dann auch machen werde. Und das Coole ist auch, Leute, ihr könnt nicht nur Sharkcards bekommen, ihr könnt auch PC-Spiele bekommen, also mit Vollversion. Wie gesagt, ich habe eben Rocket League zum Beispiel bekommen, mega nice. Aber ihr könnt auch zum Beispiel Wallpapers bekommen von mir, von IDTalk oder von anderen GTA-YouTubern. Und ihr könnt auch was richtig Nices, eine Play with Card bekommen. Da könnt ihr dann quasi mit mir zocken. Also 3 Leute haben die Möglichkeit, so eine Karte zu ziehen, dass ihr dann mit mir zocken könnt. Also so eine Wildcard sozusagen. Also wünsche ich euch viel Glück dabei. Ich ziehe jetzt mal meine 5 Karten und ab geht's. So, öffnen wir jetzt mir die Cashcard. Und wir haben jetzt 5 Sachen am Start. Einmal wieder Guthaben dazu bekommen. Und dann für den PC auch noch ein Spiel. Ich weiß gerade gar nicht, welches Ding das da war. Ah, guck mal hier, Crossfire heißt das. Also hier, ich drücke jetzt drauf. Hier, Code könnt ihr einlösen, Leute. Machen wir mal hier das nächste Pack auf. Wir haben jetzt hier drin, oh, ein Wallpaper von IDTalk. Grüße gehen raus, Robert. Einfach mal ein Wallpaper von Robert. Guckt euch das mal an hier. Wir können jetzt hier so ein Wallpaper haben und können wir dann noch raufklicken und uns dann downloaden. Kommen wir mal zum nächsten Lootpack und öffnen. Sharkcards kommen. Auch keine Sharkcards. Belastend, aber 2000 Lootcoins. Damit können wir dann schön wieder ein Pack öffnen. So, und das Geile ist auch, Leute, man kriegt, nachdem man 10 Premium Packs geöffnet hat, eine richtig geile Überraschung, und zwar das Gold Rush Bonus Loot Pack. Das ist ein richtig heftiges Loot Pack, Leute. Also da kann Steam-Guthaben drin sein, V-Bucks können da drin sein, PC-Vollversionsspiele, aber auch Diamanten, mit denen man halt auch wieder Loot Packs öffnen kann. Aber ich würde mal sagen, Diamanten stelle ich vielleicht im nächsten Part vor. Egal, Leute, wir öffnen jetzt mal das Gold Rush Bonus Loot Pack, öffnen und zack, was haben wir drin, Leute? Oh, 10 Diamanten, 600 Loot Coins und dann noch ein Vollversionsspiel, und zwar das für PC. Gehen wir mal ins Inventar und schauen mal das PC-Spiel an. 1954 Alcatraz und hier,
Drückt mal rauf, euer Code könnt ihr euch kostenlos holen, Leute. Ab geht's. Es gibt auch ein neues Diamanten-Feature, da könnt ihr euch dein Handyspiel runterladen und dann Diamanten sammeln. Und mit diesen Diamanten könnt ihr wiederum Premium-Packs kaufen, die dann auch wieder echtes Geld kosten. Also mega nice. Aber ich würde mal sagen, da gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein im nächsten Part. Also Leute, worauf wartet ihr noch? Ladet euch jetzt Lootboy kostenlos mit dem Link in meiner Beschreibung runter. Und nach dem Anmelden, wichtig, nicht vergessen, gebt dann den Code ein, GTA Casino, für 20 Diamanten und 2000 Lootcoins umsonst, Leute. Einfach umsonst. Worauf wartet ihr noch? Also vielen Dank an Lootboy auch noch für die Kooperation. Und ich würde mal sagen, legen wir los mit dem ersten Clip. Okay, hier haben wir einen Clip im Singleplayer. Er fährt hier mit Franklins Special Ability lang. Und was passiert jetzt? Grüße gehen raus, Alter. Er sagt so, wie bin ich nicht gestorben? Und zack, gibt niemanden einen richtig heftigen Tritt. Lol. Nein. Ich dachte gerade, die haben die Mission verloren. Oh, Michael wird verhaftet. Wenn man nun kommen will und einfach so LOL. LOL. Es ging immer dem ab, Alter. You need help. Like, serious, Tracy. Was ein Timing, Alter. Oh. Oh. Die haben durch die Mission verloren. Wegen so einem unnötigen Fehler. Also dafür können die ja nichts. Digga, was geht denn bei der Polizei ab, Mann? Cargo Bob. Hat einen Panzer verloren. Ne, die Vorräte. Doch, den Panzer. Oh, und er landet einfach auf den Cargo Bob wieder drauf. Lol, okay. Stripperin am Start auf jeden Fall. So, was macht die jetzt? Ich glaube, die sucht das Flugzeug oder so, ne? Ja. Also, wie viel Pech kann man haben? Kann ich nicht oft genug sagen, ne? Oh, Franklin, Bruder. Oh, also alles easy. Oh nein. Nein. Alter, wie viel Pech. Wie viel Pech. Was? Okay, was macht er jetzt? Oh. Nein. Ey, nein. Oh my God. Das kann nicht wahr sein, Alter. Okay, er jetzt mit dem Flugzeug. Oh, Leute, warum hat er das denn überlebt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also, wenn man denkt, okay, wie überleben die das? Die sterben irgendwie trotzdem noch. Und der fliegt einfach gegen den Zug. Oh Mann, ist das dumm, Alter. Oh nein. Ey, wie viel Pech kann man haben? Oh. Oh. Tada. Okay. Ich glaube, das Flugzeug hängt ein bisschen fest. Ich würde mal schnell abhauen, bevor das Flugzeug explodiert, Bruder. Lol. Das Auto ist einfach reingefallen. Das brennt das Auto. Nein. Ey, ey, das kann doch nicht wahr sein. Sag er es nicht, er respawnt oder das Flugzeug killt ihn. Okay, er ist nicht gestorben, aber er wurde getroffen vom Flugzeug. Okay, der schießt eine Flare auf den Helikopter. Irgendwo, ne, er hat in die Luft geschossen, glaube ich. So, und jetzt? Nein, die ist auf den Rotorblättern gelandet. Ja, und jetzt? Das war's dann wohl mit dem Helikopter, Alter. Oh, Bruder, spring raus, du brennst. Ah, ne, er muss das Auto abgeben. Zum Warehouse. Schnell, schnell. Oh, du schaffst das rein da. Das gibt's doch nicht. Ey, sorry, aber das kannst du keinem erklären, dass du so ein Timepech hast, ne? Lol. What the fuck?
Was ging denn bei der Rakete ab? Die killt ihn auch noch. Okay. Oh, nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Oh Mann, ey. Anstatt einfach manuell zu schießen. Okay, Franklin gegen die Polizei. Was passiert? Franklin so, huch. Aua. Okay. Sollen wir jetzt die Gefangenen zum Punkt bringen? Alter. Mission vorbei. Ey. LOL? LOL? So was habe ich ja noch nie gesehen, dass jemand vor dem Rennen aussteigen kann und jemand anders aus dem Auto rauszieht. Der dachte sich so, nee, du bist nicht auf dem ersten Platz. Oh. Der wollte ihn gerade richtig umbringen. Und wovon seinem eigenen Teammate. Der wurde auch noch von seinem eigenen Teammate weggebullert. So, und er, nein. Ey. So unwahrscheinlich da drin zu landen, ne? Sorry, aber es ist so unwahrscheinlich. Okay. Was macht er denn jetzt? Okay, ist ein O. Lauf, Digga. Anstatt wegzulaufen, der bleibt da stehen. Der hat ja richtig Kamikaze gemacht. Junge, das war ja 90 Grad. Und Alter, hat der den mitgenommen. Ach du Scheiße. Oh, Batman. Ey, komm. Nee. Und das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Oh. Oh nein, die Tankstelle. Ey, wie viel Pech muss man haben, Mann? Nein, Bruder, die drehen sich doch. Oh, komm, das war einfach nur dumm. Okay, nur killen, nicht hijacken. Also, keine anderen Boote irgendwie erobern. Okay, er will den Helikopter runterkriegen. So. Er ist voll Commander, sagt sie, yo, passt auf, Jungs, ich mach das. Und zack, er bringt das ganze Squad zum Unterbringen. Nein! Leute, man muss doch mit dem Bus wegfahren und der Wagen ist unter dem... Niemals. Niemals. Und das Ding brennt auch noch. Niemals. Mission vorbei. Ach du Scheiße. Ey, ich sagte euch, die Banküberfall-Mission ist echt die schlimmste. So, was ist jetzt los? Oh, er hängt fest mit seinem Cargo. Alter, was war das denn? Der hat ja Karussell gemacht. Ja, und ich hänge fest mit meinem Band. Ah! Oh! Ja, das war's dann mit Michael. Der wollte nur Trevor besuchen. Alter. Alter. Ah, nix. Nix los, wollte ich gerade sagen. So ein Trollclip. Nein, er kriegt trotzdem einen auf den Deckel. Lol, der dreht ja völlig durch. Oh, NPC. Alle explodiert. Oh. Was ist denn da los? Lol, was geht bei dem ab, Alter? Armer Trevor. Digga, Trevor wird voll gemobbt. Franklin, mach doch was. Immer Trevor kriegt voll aufs Maul, Alter. Voll die Beine weggetreten. Ey, komm, aufhören, er hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient. Ey, komm, hör auf. Ey, komm, reicht jetzt auch mal. Oh, Trevor, Alter.
Er kriegt so aus dem Maul, er muss so kassieren. LOL, Trevor schlägt zurück. Was? Oh! Alter! Das soll's gewesen sein von dieser Episode. Ich musste leider lachen, also gibt's für mich leider keine Shark-Cards. Wenn es euch gefallen hat, haut auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Das soll's gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.